Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Zweitkanal, auf dem Clips-Kanal, nennt wie ihr es wollt. Wir machen heute eine Reaction zu "So überragend spielt Ronaldos Sohn in Saudi-Arabien". Also es geht um Cristiano Ronaldos Sohn und wir gehen direkt mal rein in die Reaction. Lasst gerne einen Follow da, ein Abo besser gesagt, hier auf YouTube. Dann seht ihr quasi mehr von diesen ganzen Reactions, verpasst ihr hier nichts. Und natürlich, wenn euch das Video explizit gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ronaldo Jr. folgte seinem Vater Richtung Saudi-Arabien und will genau wie er Fußballprofi werden. Und Ronaldos Mutter sagte vor kurzem, dass Junior sogar besser Fußball spielt als wie Ronaldo im gleichen Alter. Heute schauen wir, ob diese Aussage stimmt. Wir blicken auf Cristiano Juniors letztes Jahr in Saudi-Arabien, seine Tore und Highlights und versuchen, eine Frage zu beantworten. Wie gut hat er sich in Saudi-Arabien entwickelt? Also das ist auch eine krasse Ankündigung, ne? Dass die Mutter sagt, dass sie findet, dass ihr Enkel, also dann in dem Falle Ronaldos Sohn, besser in dem Alter ist als Ronaldo selber. Man muss aber auch sagen, Jugendfußball ist immer ein bisschen anders, deswegen darf man das nicht so krass überbewerten. Vor einem Jahr zeigten wir euch bereits in einem Video, wie gut der Sohn von Ronaldo kicken kann. Angefangen mit seinem Fallrückzieher, als sein Vater noch bei Madrid spielte. Bis hin zu Cristiano Juniors Toren in den Jugendvereinen von Juventus und dann bei Manchester United. Also jetzt mal für die ganzen Trainer, ne, die den Sohn von Ronaldo trainieren, glaubt ihr, die dürfen den auf die Bank setzen? Ich glaube, dann kracht's komplett, ne? Die müssen den safe spielen lassen, dann mal die Arme. Ronaldo sich im Dezember 2022 entschloss, zu Al Nassr zu wechseln, war klar, dass sein damals 12-jähriger Sohn mitgehen würde. Die ganze Familie zog nach Riad und hey, es scheint, als hätte sich die Familie schnell eingelebt. So sieht man sie des Öfteren bei Events oder beim Shoppen. Aber für Cristianinho gab es nur eine Frage. Kann er in einem Land, das nicht unbedingt für Spitzenfußball bekannt ist, sich so weiterentwickeln, dass er wie sein Vater Profifußball spielen kann? Ich meine, Saudi-Arabien investiert im Moment stark in den Sport. Sie bewerben sich für die WM, tragen 2029 die asiatischen Winterspiele aus und investieren stark in die heimische Fußballliga. Spieler wie Ronaldo, Benzema und Neymar kamen, aber auch der Nachwuchs soll gefördert werden. Daher wurde 2020 die Mad Academy ins Leben gerufen, wo junge Spitzentalente gefördert werden. Und wen findet man im Vorstand? José Mourinho. Da die Mad Academy auch eine Fußballmannschaft besitzt, schloss sich der damals 12-jährige Ronaldo Jr. dieser an und überzeugte gleich mal in seinem ersten Spiel. Tor. Und dabei blieb es nicht. Wieder ein Elfmeter, Ronaldo? Beim Sohn geht's also auch mit Elfmetern weiter. Ein wunderschöner Linksschuss und hey, klasse Technik. Und auch beim Training macht er eine gute Figur. Und er zeigte, dass er sich das ein oder andere vom Papa beim Freistoßschießen abgeschaut hatte. Sein größter Fan zu der Zeit? Jorginho, die man des Öfteren an der Seitenlinie sah, um Cristiano Junior anzufeuern. Auch tauchten Clips von diesem Spieler auf, der durch die Reihen seiner Gegenspieler dribbelte. Und viele dachten, das war Ronaldo Junior. Aber wenn wir genauer hinschauen, hat dieser Spieler die Nummer 10. Cristiano spielte aber mit der Nummer 7. Genau wie sein Vater Al Nassr. Und genau gegen das Jugendteam spielte Junior dann auch nach ein paar Wochen. Ein gutes Tackling gegen ihn. Danach eine gute Chance, aber der Torwart parierte. Interessanterweise wurde er bei den Spielen als linker Flügelstürmer eingesetzt. Genau wie sein Vater zu seinen Anfangszeiten bei United. Aber ja, United, also der United Ronaldo war meiner Meinung nach vom Fußballerischen her der beste Ronaldo, den man hatte. Der Real Madrid Prime Ronaldo, wie man ihn nennen würde, mit den geistkranken Statistiken, war oder ist der beste Stürmer vielleicht aller Zeiten, den es gab. Aber ich fand so, fußballerisch hat mehr gebockt, ihn bei Manchester zu sehen. Aber nach ein paar Monaten war es dann soweit. Cristiano Junior schloss sich wie sein Vater dem Team von Al Nassr an und trug auch dort die Nummer 7. Und genau wie sein Vater ist auch er besessen, besser zu werden. Daher trainiert er nicht nur beim Verein, sondern auch mit Apex Performance, die personalisiertes Training für Spitzensportler anbieten. Zu ihren Klienten gehören unter anderem João Cancelo, Rafael Leão und, ab jetzt, Cristiano Junior. Und wenn wir uns die Aufnahmen von Juniors Training ansehen, können wir drei Schlüsselaspekte erkennen, an denen er intensiv arbeitet. Die erste ist Balance und Koordination. Jeder dieser Übungen, die ihr jetzt seht, trägt dazu bei, diese Fähigkeiten auf die ein oder andere Weise zu verbessern. Der Fokus auf diesen Aspekt ist nicht verwunderlich und ich würde sagen, hier sehen wir auch den Einfluss seines Vaters. Denn Ronaldo Senior weiß, dass es immens wichtig für einen Angreifer ist, auf den Beinen zu bleiben und sich schnell im Raum zu orientieren. Denn das kann den Unterschied auf dem Spielfeld ausmachen. Auch ermöglicht ein gutes Balancegefühl, dem Spieler in schwierigen Situationen zu schießen. Ich meine, schaut euch mal Thomas Müller an.
Da Cristiano Junior auch Angreifer ist, wird ihm dieses Training auf jeden Fall zugutekommen. Die zweite Priorität im Training ist Explosivität. Die Fähigkeit, beim Start schneller zu sein als der Gegner, ist das A und O für einen Stürmer. Cristiano Ronaldo ist sich dessen wohlbewusst und hat auf diese Weise mehr als ein Dutzend Tore erzielt. Daher sieht man seinen Sohn immer wieder bei diesen Übungen. Und der dritte Schlüsselpunkt ist Kraft. Hierbei geht es nicht darum, große Muskeln zu entwickeln, sondern einen starken Körper aufzubauen. Denn für einen Offensivspieler ist es wichtig, nicht nur schnell, sondern auch robust im Zweikampf. Ey, wie OP ist das eigentlich so? Überleg mal, was er für Voraussetzungen hat und was er für Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, ne? Dadurch, dass Ronaldo sein Vater ist. Also eigentlich normal gesehen, logisch gesehen, müsste er ja eigentlich so krass werden, aber meistens ist das eben genau das Gegenteil, das ist krass. Kampf zu sein. Cristiano Ronaldo ist unter anderem wegen seiner Körperkraft zu dem geworden, was er heute ist. Und er ist natürlich nicht allein, denn des Öfteren sieht man Georgina, wie sie mit ihm sprintet oder wie er mit Ronaldo trainiert. Aber jetzt die Frage, die wir uns alle stellen. Half das Training Cristiano Junior bei seinen ersten Spielen für Al-Nassr? Er wurde einer der wichtigsten Spieler im Team und überzeugte nicht nur mit seinen Füßen, sondern wie sein Vater auch durch seine Kopfballfähigkeiten. Ronaldo hat viele Fans und einer seiner verrücktesten ist wohl Aisho Speeds. Er ist einer der bekanntesten Streamer weltweit und vergöttert den Portugiesen, wie man hier bei einem Treffen vor ein paar Monaten sehen kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und bei einem Besuch in Saudi-Arabien schaute er Ronaldo beim Training zu und traf Ronaldo Junior nach einem Spiel. Und ein paar Tage später organisierte er ein Spiel mit Junior. Ja, durch die Beine. Und auch so scheint das Leben von Cristianinho nicht so schlecht zu sein. Seine Familie lebt Gerüchten nach in dem beliebten Stadtteil Al-Muhammadinha, wo es viele Malls und Restaurants gibt. Bewacht wird die Familie von Sergio und Jorge Ramelero. Die zwei Brüder sind jetzt Bodyguards, aber waren zuvor portugiesische Soldaten, die unter anderem in Afghanistan gedient haben. Und hey, was macht Junior jetzt so in seiner Freizeit? Naja, anscheinend ist er oft beim Friseur. Zumindest, wenn man auf die Instagram-Seite seines Friseurs schaut. Noch dazu besucht er gerne Events mit seinem Vater in Saudi-Arabien oder er trifft sich mit seinen Teamkollegen. Und was macht man da? Naja, zum Beispiel man fährt auf Dünen in der Wüste oder man lernt ein wenig Arabisch. Schon irgendwie lustig, dass einfach Ronaldos Sohn in Saudi-Arabien lebt und Arabisch wahrscheinlich kann. Irgendwie komisch. Gab auch Probleme für ihn. Aber, also ich bin echt gespannt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass der halt auch krass wird. Ich habe auch irgendwo mal gehört, Ronaldo selber soll mal gesagt haben, er will noch ein Profispiel mit seinem Sohn machen. Das wäre natürlich crazy. Bei einem Spiel verletzte er sich und musste einige Tage auf Krücken laufen. Nichtsdestotrotz besuchte er sein Team und feuerte von der Außenlinie an. Doch als er wieder fit wurde, hatte er mit weiteren Problemen zu kämpfen. Sein Vater wird bei Spielen oft mit Messi-Rufen beleidigt, was ihn ab und zu sichtlich auf die Palme bringt. Diese Anfeindungen scheinen sich jetzt auch gegen seinen Sohn zu richten. Hier scheint es, als würde sich ein Ordner über Cristiano Junior lustig machen. Nichtsdestotrotz spielte die U13-Mannschaft von Al-Nassr fantastisch und sie gewannen am Ende die U13. 12 Jahre alt? Der sieht viel älter aus. Als in Saudi-Liga. Und Cristiano Junior durfte als Captain sogar die Trophäe in den Himmel retten. Und bei Al-Nassr waren sie begeistert. Und daher gab es beim nächsten Heimspiel eine ganz besondere Ehre für das U13-Team. Also Bro, Spaß beiseite, der sieht ja viel älter aus als 12. Digga, ich sah nicht mal mit 16 so alt aus wie der. Vor dem Spiel vom Stadion und der ersten Mannschaft gefeiert. War dem Sohnemann dann vielleicht doch zu peinlich und er ging einfach weiter. Und wo wir gerade über Ronaldo Senior sprechen, da hat sein Sohn etwas geschafft, was seinem Vater bis jetzt verwehrt geblieben ist. Der wurde bis jetzt nur zweimal Zweiter in der Saudi Pro League und schaffte es nur den Arab World Club Cup 2023 zu gewinnen. Noch dazu vor ein paar Tagen die erneute Niederlage im Saudi Super Cup. Er verlor gegen Al-Hilal. Nichtsdestotrotz schaffte Ronaldo etwas Unglaubliches. Er ist der erste Spieler, der Torschützenkönig in Können wir mal kurz über dieses Bild sprechen?
Wir haben auf der rechten Seite Cristiano Ronaldo, wir haben auf der linken Seite Lionel Messi nebeneinander. Wir haben das einfach nicht wertgeschätzt, Leute, ne? Wir haben das nicht wertgeschätzt, was wir eigentlich da gesehen hätten. Wir hätten eigentlich bei diesen ganzen Ballon d'Or-Sachen und dies und das, bei diesen ganzen Galas, wo die beiden da waren, wir hätten eigentlich so vorm Fernseher sitzen müssen. Zu krass. Also wirklich zu krass. Jetzt Jahre später denke ich, wir werden nie wieder, also ich glaube wirklich, der Fußball wird sowas nie wieder erleben. Vor allem auch diese zwei Charaktere, dass der eine bei Real gespielt hat, dass der andere bei Barca gespielt hat, dass beide irgendwie das Nonplusultra waren in den Jahren im Weltfußball. Einfach dieses Gesamtpaket, das war einfach geisteskrank perfekt, ne? Und jeder, der das live erlebt hat, der kann sich, glaube ich, glücklich schätzen. Das ist so krass. Und jetzt, Jahre später, hat man irgendwie das Gefühl, man hat das nicht so krass wertgeschätzt. So viel Aura auf einem Bild wie diese beiden Personen, ich glaube, das geht gar nicht. Auf der Ronaldo etwas Unglaubliches. Er ist der erste Spieler, der Torschützenkönig in vier verschiedenen Ligen wurde. Zuerst in der Premier League, dann in La Liga, Serie A und zuletzt nun in der Saudi Pro League. Ronaldo! Er hat alles erreicht, ist Milliardär und manche fragen sich, warum er nicht in Fußballrente geht. Ich meine, er ist bereits 39 Jahre alt. Der ehemalige Fußballspieler Mutu verriet vor kurzem warum. Er besuchte Ronaldo und seine Familie und sagte danach, dass Ronaldo noch ein ganz großes Ziel hat. Er will mit seinem Sohn bei einem offiziellen Spiel auf dem... Krass, ich habe das sogar gerade gesagt, ne? Also ich habe auch das schon gewusst, dass Ronaldo wohl gesagt hat, er will mit seinem eigenen Sohn ein offizielles Profispiel machen. Aber wenn sein Sohn 12 ist, dann müsste ja Ronaldo noch Minimum 4 Jahre, glaube ich, Profifußball spielen. Also Platz stehen. Vor ein paar Wochen war die Familie im Urlaub, um sich von der Saison zu erholen. Und selbst dort sehen wir, dass der Personal Trainer immer dabei ist und mit Junior trainiert. Und hey, wir sahen sein Potenzial in der letzten Saison wie hier mit seinen Übersteigern, schönen Außenrisspässen und klasse Toren. Und er ist sich nicht zu schade, auch mal hinzulangen. Ist er, wie von Ronaldos Mutter behauptet, besser als sein Vater? Ja, schwer zu sagen. Ich meine, es gibt nicht wirklich viele Videos von Ronaldo in dem gleichen Alter. Zumindest zeigte Ronaldo hier, dass Junior noch ein wenig lernen muss, um so Freistöße zu schießen wie er. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein. Und hier gibt es 3 wichtige Meilensteine für Cristiano Junior. Nummer 1. Portugal hat eine U15-Nationalmannschaft. Ziel von Cristiano wird es sein, dort aufgenommen zu werden, um sich international zu beweisen. Der zweite Meilenstein für ihn ist, dass er es in den kommenden Jahren in die erste Mannschaft von Al-Nassr schafft. Er ist vor ein paar Monaten 14 Jahre alt geworden. Ronaldo müsste also noch ein wenig durchhalten, um mit ihm zusammenzuspielen. Ach krass, er ist also jetzt 14. Das heißt, 2 Jahre, oh, doch, könnte schon gehen dann. Und der dritte Meilenstein ist, seine Karriere außerhalb Saudi-Arabiens weiterzuführen. Die Familie wird Saudi-Arabien mit ziemlicher Sicherheit verlassen. Junior könnte wie sein Vater versuchen, bei Sporting Lissabon durchzustarten. Eine andere Alternative ist, dass Cristiano Junior in den nächsten Monaten zurück nach Europa geht und sich dort einem Jugendteam der großen Clubs anschließt. So wie es Ronaldo damals gemacht hat, als er mit bereits 12 Jahren nach Lissabon ging. So wären vielleicht Ajax Amsterdam oder Dortmund eine gute Alternative für ihn. Diese Clubs sind bekannt dafür, junge Spieler zu entwickeln. Nein, also Deutschland passt irgendwie nicht, finde ich, aber so Sporting Lissabon hört sich eigentlich gut an. Ajax natürlich auch, aber warum nicht dann direkt nach Portugal? Also macht eigentlich mehr Sinn, würde ich sagen. Ne? Weil bei Ajax hat natürlich auch krasse Jugendakademie, aber ich finde auch so, da wo die Eltern, also ich kann mir vorstellen, dass Ronaldo bestimmt irgendwann in Portugal leben wird und dann einfach dort in irgendeiner Stadt sollte der Sohn, glaube ich, auch spielen. Und er hätte nicht sofort den Druck wie bei einem ganz großen Club, denn den Druck, den hat er sowieso. Ich meine, er ist schließlich der Sohn von Ronaldo. Die Frage ist aber, ob Ronaldo es zulassen würde, dass sein Sohn bereits jetzt die Familie verlässt. In einem Interview äußerte er sich so dazu. I move from Madeira to Lisbon, which is it's hard. I can't see now my kids, Cristiano, my oldest son. I don't know if I will be capable to let him go. Wir werden sehen. Zumindest scheint es so, als dass Cristiano Junior den Ehrgeiz mitbringt, um es als Fußballprofi zu schaffen. Und wenn ihr die schönsten Tore in Ronaldos Karriere sehen wollt... Ey, kann ich mal kurz fragen, heißt der Sohn auch Cristiano? Also das ist ja komplett weird. Naja, auf jeden Fall, schönes Video, cooles Video. Sehr interessant zu sehen, was passieren wird. Ich glaube auch, dass der Profi werden wird, aber mal sehen, wie gut er wird. Ne? Ich glaube, schwer da in irgendwelche Fußstapfen zu treten. Ansonsten gerne Abo dalassen, gerne Like dalassen, dann seht ihr mehr von solchen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was hältst du davon? Geld sparen im Schuhkarton, hast wie kassieren, noch zum Amt in den Mustern kommen.